Na hallo zusammen und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich höre jetzt zum allerersten Mal den Angelstädt-Soundtrack und bin schon hin und her gerissen. Beziehungsweise bin schon hin und weg. Wie schön sieht dieses Schiff bitte aus? Ach, hört mal die Musik. Oh ja, wir haben eine weitere Stadt gefunden. Ist das toll. Es ist schon echt verdammt schön hier. Ah, und Mann, schon wieder, wie jede Stadt sich so extrem von der anderen abhebt, weil jede Stadt in sich einzigartig ist. Ich meine, hier haben die Ratternkörbchen. Wie schön ist das bitte? Ein ganz kleines bisschen leer, muss man sagen. Oh, ein Kind, ein Hund und eine Wache. Da fängt's an. Hast du gehört, östlich vom Palmstrand gibt es eine mysteriöse Ruine? Ich bin einmal mit Garini da gewesen und es war so aufregend. Interessierst du dich auch für Ruinen und so? Ja, klar. Dann bring ich dich dorthin. Folge mir. Jetzt haben wir keine Wahl. Hallo, wer bist du denn? Sebasto. Bist du ein Abenteurer oder so etwas? Ich bin ein einfacher Fischer aus diesem Dorf. Aber in letzter Zeit sind wir gekniffen. Monster haben sich vor unseren Fischgründen breit gemacht. Besonders schlimm ist es an der Araizo-Küste. Dabei hat man dort die dicksten Fische gefangen. Du siehst mir nicht nach einem Schwächling aus. Willst du uns nicht den Gefallen tun und diese Gesellen vertreiben? Na, schon erledigt. Wie bitte? Du hast die Monster an der Araizo-Küste besiegt? Endlich kann ich dort wieder fischen gehen. Bitte, nimm dies hier als bescheidenes Zeichen meines Dankes. Du bist hier immer willkommen. Für dich ziehe ich die schmackhaftesten Fische aus dem Meer. An der Araizo-Küste kann man wunderbar angeln, so viele Fische. Du hast mir geholfen, deshalb werde ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Wenn sich um ein Riff viele Fische versammelt haben, ist dort manchmal ein Schatz versteckt. In der Tat interessant. Auch schön, dass sie hier die eigenen Klamotten anhaben. Und ich muss euch jetzt schon was versprechen. Sobald wir die... Das kommt mir wie eine riesige Anekdote an Wind Waker vor, alles hier. Ja, sobald wir das Wind Waker Oberteil haben, durch das nächste DLC-Paket, werden wir hier hingehen. Jetzt ist der Junge weg. Guckt mal hier. Eine Statue der Göttin. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Du hast den letzten Herzcontainer erhalten! Boah, super! Du strömst bereits über vor Lebenskraft. Es ist nicht mehr möglich, dir weitere Herzcontainer zu gewähren. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil der Junge weg ist. Kleiner! Wird der jetzt echt irgendwie ganz außenrum da hochgegangen sein? Ist jetzt ein bisschen chaotisch, dass wir jetzt hier so extrem...
kein kleiner Junge. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht, wisst ihr das? Yao Mayo Schrein. Gut, sehen wir uns den Schrein an und suchen danach den armen Jungen. Toll. Super. Oh Mann, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ach ja, ach ja. Oh, stimmt ja. Wisst ihr was? Wir spielen Zelda. Und wenn ich jetzt geradeaus über meinen Monitor gucke, blicke ich genau auf mein Zelda-Fach im Regal mit der Link-Figur, den Amiibos, der Collector's Edition. Ach, ist das toll. Bis. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yao Mayo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden, okay? Die Trickkiste. Was? Fand ich jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Das hier würde ich jetzt mit dem Würfel lösen, glaube ich. Boah! Hätte man auch mit dem, mit dem Magnet direkt lösen können, glaube ich. Ja, war ein bisschen umständlich. Ist das... Bin ich jetzt der Einzige, der die Idee hatte, hier drüber zu gehen einfach? Der Raum ist zu groß, als dass hier nichts wäre, oder? Hier hoch. Drückt das mich runter? Okay, die sind so quer geschaltet, nicht längs. Keine Kisten mehr. Ist das jetzt die Trickkiste oder was? Naja, okay. Kann man machen, war jetzt aber sehr nett. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade leicht geschockt, Leute, tut mir leid. Zeichen der Bewährung.
Nummer 1 von 4 und damit bald, ja, dann tatsächlich neuer Auszauber-Container. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Nur ich habe momentan immer noch so ein Fragezeichen, weil ich nicht genau weiß, inwieweit wir da jetzt, inwieweit wir da jetzt, tatsächlich den Ring vollbekommen. Den nächsten Ausdauerring. Oh, wie schön die Küste aussieht. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsstadt. Wobei, die ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich liebe Städte mit einer Stadtmauer oder sowas, wo man sich sicher fühlt. Ein bisschen komisch, ich weiß, aber ich habe einen Sicherheitskomplex. Sagen wir es mal beim Namen. Ist jetzt jemand drin? Hallo? Nee. So schön. Was ich auch gelesen habe, Wünsche fürs nächste DLC, größere Möglichkeiten, sein eigenes Haus zu individualisieren. Hätte ich auch nichts gegen. Oh, ist das schön. Dummdi-dumm. Oh, bist du auf der Durchreise? Das hier ist Angelstedt. Ein kleines Fischerdorf. Mein Mann ist auch Fischer. Wir haben zwei Söhne. Zusammen mit der ganzen Hausarbeit komme ich den ganzen Tag lang nicht zur Ruhe. Was soll ich nur zum Abendessen kochen? Ich liebe Paella. Ich hab's. Paella. Yippie! Leider fehlen mir noch Zutaten. Ich brauche Ziegenbutter und Maximuscheln. Ich würde ja einkaufen gehen, aber es gibt im Haus noch viel zu tun. Wärst du vielleicht so lieb und würdest die fehlenden Zutaten besorgen? Nein! Entschuldigung! Das wollte ich nicht machen. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt zum Dialog überspringen. Ja, natürlich, gerne. Wirklich? Das freut mich. Ich warte hier auf dich. Oh, hast du die Zutaten dabei? Kann ich sie denn bitte haben? Gerne. Gut, dann nehme ich die. Das wird lecker, hoffentlich. Das hier ist dein Lohn. Nur zu, keine falsche Bescheidenheit. Wo ich eh schon koche, willst du nicht mitessen? Es dauert auch nicht mehr lange. Oh oh. Paella, was ist denn das? Oh. Dieses besondere Gericht ist reich an extravaganten Meeresfrüchten und wird von Fischern zu besonderen Anlässen gegessen. Dann guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir. Kochst du auch gern? Hm, du hast mir so viel geholfen, da kannst du diesen Topf gerne verwenden, wenn du magst. So oft du willst. Wie süß, der hat einfach eine Muschel hängen. Kinoff. Meine Mama kocht ganz tolles Essen. Wie lieb. Ach, wie schön. Und die Musik auch. War das der Junge, der uns den Weg zeigen wollte? Ich glaube schon, oder? Hoffentlich. Der Esel hat sich die Mühe gemacht und die besten Früchte und Fische aus Angelstedt hergeschleppt. Aber das ist noch nicht alles. Meine Taschen sind voller Rubine, die nur allzu gern ihren Besitzer wechseln würden. Los geht's. Der Esel ist vollgepackt mit allem, was sein Herz begehrt. Nee, danke. Ha, bis dann. Guter Fisch riecht nicht. Das ist wohl wahr. Willkommen. Hallo. Jackster. Toller Name. Eine Übernachtung? Du bist sicher erschöpft von deiner Reise. Normales Bett 20, Luxusbett 40 Rubine. Einmal das Luxusbett, bitte. Und bis wann? Bis morgen Mittag. Dann bitteschön, gute Nacht. Na, hast du dich gut erholt? Als unser Gast kannst du das Floß draußen am Kai kostenlos benutzen. Bis zum nächsten Mal. An der Palme hier Regale mit Büchern und Pflanzen. Oh, ist das schön. Hawaii-Feeling, oder? Ich war zwar noch nie auf Hawaii, aber da ist es bestimmt ganz genauso wie hier. Dein Einsatz, bitte. Hey, du da. Das schnelle Geld, daran bist du interessiert, oder? Du musst dich nicht so zieren, das hier ist eine ganz legale Sache.
Wir schließen eine kleine Wette ab mit den Schatztruhen dort. Die ist eigentlich ganz einfach. Du wählst einfach eine beliebige Schatzkiste aus und öffnest sie. Du bekommst alle Rubine, die sich darin befinden. Es gibt aber nur eine Kiste, die einen Preis enthält, also beschwer dich nicht, wenn du die falsche wählst. Natürlich muss ich dir dafür eine kleine Gebühr abziehen. Es muss eben ein gewisses Risiko vorhanden sein. Beim Glücksspiel geht es schließlich um Spannung. Ich überlasse es dir, wie viel du bieten möchtest, aber je mehr du bietest, umso höher der mögliche Gewinn. Reisen geht ins Geld. Also, warum füllst du nicht deine Reisekasse auf? Wie wär's? Bist ein echter Kerl? Ja, ich setz was. Und die Antwort wollte ich hören. Was darf's denn sein? 100. Du gehst aufs Ganze, was? Diese waghalsige Einstellung erinnert mich an mich selbst, als ich noch jünger war. Wunderbar, dann werde ich alles vorbereiten. Beide Augen fest zumachen, klar? Alles bereit. Es gibt keine Zeitbegrenzung oder so. Nimm dir so viel Zeit, wie du magst, und dann triff deine Entscheidung. Die goldene Mitte. Was? Hauptgewinn? Wie ist das nur möglich? Das Glück muss dir wirklich hold sein, dass dir sowas gelingt, als hättest du eine Glücksgöttin an deiner Seite. Ein echter Kerl hört jetzt nicht auf. Nochmal? Ja, gerne. Nochmal 100. Das ist echt das Ganze, ja? Ja. Bah. Was für eine Enttäuschung, aber vielleicht läuft es ja beim nächsten Mal besser. Ich setze jetzt mal 50. Interesse halber, sind dann da andere Sachen oder die gleichen? Ja, ich denke mal, wenn wir hier keine Gegenstände bekommen als Belohnung, das ist ja ganz schön doof, oder? Oh Leute, Entschuldigung, Moment. Das tut mir sehr leid. Ich bin halt da jetzt so ein bisschen hart und nehme einfach immer die hier. Oder ist es immer die goldene Mitte? Ich weiß es nicht. Ach, komm schon. Der gute Dohan, ich glaube, der betrügt uns. Okay, letzter Versuch, goldene Mitte, danach, oder ist es immer die gleiche? Ist jetzt die links? Beeindruckend. Die macht keiner was vor. Nee, das reicht erstmal. Na gut, kann man nichts machen. Beim Glücksspiel ist es wichtig zu wissen, wann man aufhören muss. Ich gehe hier so schnell nicht weg. Wenn du also dein Glück herausfordern willst, komm nochmal vorbei. Gerne, gerne. Da gibt es bestimmt einen Trick, wie man es herausfinden kann. Und so viele Rattan-Kästchen hier überall. Was mich leicht verwundert, dass wir hier nirgendwo einen Klamottenladen haben. Hallo? Hi. Ah, sieht zum Anweisen aus, oder? Den Fisch habe ich selbst gefangen. Bist du schon mal auf einem Floß aufs Meer rausgefahren? Ja klar, einmal. Echt? Das sieht man dir nicht an. Wer aufs Meer hinausfährt, braucht Erfahrung. Wenn du einfach so zum Spaß losfährst, wirst du Schiffsbruch erleiden. Nein, noch nie. Verstehe. Dann verrate ich dir was. Auf dem Meer muss man die Winde geschickt ausnutzen. Wir Fischer haben jahrelang Erfahrung darin, unsere Boote im Wind tanzen zu lassen. Es gibt aber angeblich auch ein sehr praktisches Werkzeug namens Krogfächer. Damit soll man selbst Wind erzeugen können. Das ist durchaus wahr. Und die Boote haben Flossen am Ende. Cool. Mops oder Mups. Oh, willkommen, mein neues Gesicht. Hier gibt's so frischen Fisch, die zucken noch. Toll. Nee, ich möchte erstmal nichts, danke. Oh. Ah.
Boah, sieht das Boot toll aus. Es ist das schönste, liebevollste Boot, was ich bis jetzt hier in Zelda gesehen habe. In Breath of the Wild. Ist das eine Maximuschel? Supi. Hey, Kleiner! Das ist der, der uns den Tempel zeigen wollte. Oder die Ruine. Hast du gehört? Östlich vom Palmstrand gibt es eine Ruine. Ja. Dann bring ich dich dorthin. Folge mir. Jetzt aber. War ja ganz schön gemein, ne? Und da oben ist auch wieder ein Lagerfeuer und da steht auch jemand, glaube ich. Warte, Kleiner! Ach Mann. Angelstedt. Ne. Diese Gerudo, die sind überall. Pferde. Boah, ist das schön hier. Wir sind fast da, folge mir! Okay. Ganz schön weit weg, oder? Und auf der Klippe, da war ja der Tempel, da waren wir schon. Vorsicht, Kleiner. Okay. Wow, Vorsicht! Da wären wir! Das ist die Ruine! Bis dann! Tschüss, Uta! Dankeschön! Erinnert mich spontan jetzt direkt an einen Nintendo-Entwickler. Tut mir leid. Oh, nur. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in den Gedanken versunken. Kann ich dir mit etwas helfen? Ja, was machst du da? Ich war gerade damit beschäftigt, diese Steintafel zu untersuchen. Dieser Ort fühlt sich sehr spirituell an, oder? Mir gefällt es hier sehr und ich komme oft hierher. Ich habe kürzlich entdeckt, dass eine Art Schrift in die Steintafel eingraviert ist. Also habe ich mit meiner Untersuchung begonnen, um die Bedeutung herauszufinden. Ich helfe dir. Oh, du bist also genauso wissbegierig wie ich? Diese Steintafel war einst weitaus größer, doch sie wurde von dem Erdbeben vor einer Weile zerstört. Also, wenn du wirklich helfen möchtest, könntest du dann nach den verstreuten Steinfragmenten Ausschau halten. Diese Fragmente müssen die gleiche Gravur haben wie diese Tafel. Wenn du ein Fragment findest, könntest du es mir dann zeigen? Ein Bild davon würde mir schon reichen. Ich bleibe hier, um diesen Teil der Steintafel weiter zu erforschen. Ach ja, eines noch. Nachts leuchtet die auf der Tafel eingravierte Schrift in einem gruseligen Licht, also solltest du die Fragmente nachts sehr viel einfacher zu finden haben. Eines der Fragmente sollte hier in der Nähe sein, du solltest das zuerst suchen. Die Summe der Teile. Okay. Okay. Herausforderung angenommen natürlich, wie immer.
Bis abends. Das soll sich auf jeden Fall lohnen, um dann eben, wie er auch gesagt hat, die Spur besser aufnehmen zu können. Der lag jetzt hier in der Nähe, ne? Hast du Fragmente gefunden? Wo könnten die denn sein? Es wird nicht leicht werden, sie zu finden. Aber die auf der Tafel eingravierte Schrift leuchtet nachts. Also solltest du die Fragmente nachts suchen. Ich weiß den Hinweis mit dem in der Nähe sehr zu schätzen. Ich frage mich jetzt nur, was heißt in der Nähe? Das heißt in der Nähe. Okay. Ach ja, ein Blutmond. Meine Vermutung wäre jetzt vielleicht da hinten noch, auf der Spitze der Landzunge, aber ich weiß es auch nicht genau. Naja, schauen wir mal. Passt. Hier. Sind das jetzt zwei oder drei? Eins, zwei. Ich würde sagen, es gibt drei. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, das sieht nicht gut aus. Mal wieder ein Blutmond. Die Macht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Das bin ich. Ja, ich vermute mal, es sind drei Fragmente, die wir brauchen, oder? Hey, hast du Fragmente gefunden? Ja, hab ich. Einen Moment, Leute, wartet mal ganz kurz.
So, tut mir sehr leid. Oh, meine Güte, im Bilderrahmen bist du ja ein richtiges... Im Bildermalen bist du ja ein richtiges Talent. Zeig mir das nächste. Oh, das sind doch nur zwei. Es muss einfach noch weitere Fragmente geben. Mach einfach so weiter wie bisher. Vielleicht gibt es sogar ein Fragment, das bis zur Klexia-Halbinsel oder nach Kap Isaki getragen wurde. Nachts leuchtet die Gravur mit gruseligem Licht. Du sollst sie in der Nacht gut finden können. Okay. Ja, okay. Okay, jetzt müssen wir rumlaufen. Ich hab's ja schon geahnt. Gerade der Anruf. Genau, ich muss gleich mal ganz kurz weg. Ihr merkt da nichts von, für euch kommt nur Cut und dann geht's wieder weiter. Aber, ja. Ne? Was will man machen? Ist das toll. Das haben wir fotografiert. Mäh. Okay, Leute, einen Moment bitte. Bis gleich.